29.04. Ende des Tages. Am morgigen Tage werdet ihr wohl Romulus erreichen. Der 30.04. als Tag der Iffe. Die milde Göttin, die diesen harten Winter hoffentlich baldigst beendet. Vor euch liegt die kleine Ortschaft Rabenbrücke. Unweit entfernt von der Feste Hohenstein und dem Verräter Okurian. An eurer Seite Alvan von Unterannatissen, den Boltax aus dem Gefängnis geholt hat. Auf der breiten Straße könnt ihr dann allzu viele Pferde erkennen, almadanische Soldaten, die sich um die Tiere kümmern und das große Dorf füllen. Schnee liegt dicht und fest abseits der Straßen auf den Feldern und den Häusern. Weiterer Schnee rieselt vom Himmel herab. Und so betretet ihr die Stadt. Was wollt ihr tun? Sollte man währenddessen keinen schlechteren Zeitpunkt für die ganze Sache aussuchen können. Wie meint ihr das denn jetzt? Dieses Wetter, wenn wir Truppen gegen den Drachen marschieren lassen, erfriert uns ein Teil davon, bevor sie überhaupt da sind. Aber gegen die Hitze wird die Kälte vielleicht, nun ja, uns zum Vorteil gereichen. Besser wäre natürlich, wenn es regnen würde, denn Wasser ist das entgegengesetzte Element zum Drachenfeuer. Und trotz alledem, der Schnee verschafft Linderung und Kühlung. Seht es einmal so. Nun, wo der Drache langzieht, wird der Schnee zum Matsch und behindert uns eher. Nun, wenn ich mich nicht täusche, müssen wir noch einige Dinge erledigen. Aber mir, ihr erwähntet etwas. Verzeiht, ihr erwähntet, dass es ein Mittel gibt, das uns beim Wachbleiben hilft, gegen diese Albträume? Nun, ich denke schon. Ich bräuchte nur ein vernünftiges Labor. Ich denke, in Romulus werden wir so etwas vorfinden. Vorausgesetzt, die weiße Gilde lässt mich in ihre Räumlichkeiten. Nun, dann solltet ihr vielleicht diese spezielle Aufgabe eher Iserun übertragen. Wenn sie es wünscht. Ich denke, wir werden zunächst bei der Fürstin vorstellig werden. Sie wird uns so oder so erwarten. Seht ihr die Leute dort drüben? Das sind Almadaner. Meint ihr, das sind schon Selindians Leute? Müssen sie sein, wenn es Almadaner sind? Naja, fragen wir sie doch einfach. Dann hätten sie uns ja überholt. Vielleicht waren sie schon hier. Es könnten nur Kurians Leute sein, aber ich weiß nicht, wie viele almadanische Truppen er hat. Er unterstützt jedenfalls den jungen Selindian. Entsprechend kann es sein, dass sie ihm zu Hilfe geeilt sind. Nun, dann wird das wohl die Erklärung sein. Und wir wissen ja, dass die Fürstin, sagen wir nicht, ganz so offensichtliche Loyalitäten hat, was die Sache angeht. Sie wird sich irgendwann bekennen müssen. Solange sie uns hilft, den Drachen zu schlagen, kann sie fürs Erste tun, was sie möchte. Da bin ich mit Jalan einer Meinung. Diese Situation werden wir uns dann kümmern, wenn es soweit ist. Bisher haben euch die Almadaner in Ruhe gelassen. Direkt vor euch steht auch noch eine große, angenehm große Taverne, in der ihr sicherlich schon bei der Durchreise das ein oder andere Mal gastiert habt. Aber auch die ist, wenn ihr durch die Fenster blickt, gerammelt voll. Irgendjemand sollte wohl Unterkunft für unseren speziellen Gast finden. Naja, wenn wir in Romulus sind, nicht wahr? Ja, meine ich. Nun, wollen wir nicht trotzdem reingehen? Vielleicht gibt es ja noch ein oder zwei Krüge Bier. Wenn ihr unbedingt etwas trinken wollt, könnt ihr dies sicherlich bei der Fürstin tun. Sie würde sich wohl kaum verwehren. Es dauert doch bestimmt noch einen Tag, bis wir in Romulus sind. Ja, warum auch nicht. Mir steht eher der Sinn, danach weiterzureiten, aber offensichtlich benötigt ihr die Rast. Ja, ich benötige vor allem ein kühles Bier. Also, wollen wir einmal schauen, ob wir vielleicht noch ein paar Plätzchen in der Taverne finden, nicht wahr? Fangt keine Rammeleien mit den Almadanern an, ja? Nein, ich verstehe mich wunderbar mit den Almadanern. Ich habe sogar ein, zwei Worte Almadanisch. Also, es ist ja eigentlich eine Abwandlung des Garetischen, nicht wahr? Aber ich kann zumindest guten Tag und gute Nacht sagen. Wundervoll. Dann ist der Tag natürlich gerettet, lieber Boltax. Ja, ich bin immer gelehrsam. Das ist immer noch besser als ein weidnisches Gute Nacht. Das ist einfach ein Streitkolben.
Nun ja, wer unter Orks aufwächst, der lässt es mitunter an guten Manieren messen. Aber mir, ich muss euch doch sehr bitten. Niemand in Weiden wächst unter Orks auf. Ihr denkt an das Welttal. Nun ja, sind nicht die Orks in das Mittelreich eingefallen über Weiden? Und man hat sie mehr als einmal zurückgeschlagen. Gehen wir nun. Die Geschichtsstunde ist für einen anderen Tag. Ja, so könnt ihr in die Taverne gehen, drängt euch an der Tür vorbei, die nur noch halb aufgeht, neben euch, die Tische sind allesamt besetzt, könnt ihr allerdings auch erkennen, wie hier der Wirt, zurzeit zumindest, euch noch nicht realisiert hat, er kümmert sich da wohl gerade um, es sind keine Baden, sondern Soldaten, die einfach auf den Tischen stehen und ein Revolutionslied singen, sie feiern wohl Selindian Hall und begrüßen es, ja, wie gesagt, mit einem almadanischen Bella Ciao. Buenas noches, meine Freunde, wie man in der Almada sagt. Ah, hola, mis damas, ya caballeros, ¿cómo estás? Frío aquí afuera. Buenos días. Buenos días. Señor Zwerg. Ich komme mit diesen Menschen wunderbar klar. Wie geht es euch? Wie geht es euch? Servicia. Er drückt dir ein Bier in die Hand. Schwappt danke. So ein bisschen in dein Bart, in deine, deine Hartholzharnisch, klebt so ein bisschen. Ah, Servicia, das gefällt mir. Das heißt wohl Bier. Servicia! Servicia! Oh, und ich stoß mit denen an. Una mattina, mi son alzano. Ja, die stimmen an, stoßen Bier gegen Bier und andere Leute, andere Soldaten, die jetzt gerade in ihrem Trunkenrausch auf den Tisch steigen. Verschränke die Arme und blicke gegen mich. Nun, Boltax. Wir sind voll hier. Keine weiteren Gäste, beugt euch der Wirt zu. Auch in der Scheune? Die Scheune könnt ihr haben. Hm. Halbes Silber für euch alle. Das klingt gut. Aber mir, bezahl den Mann. Ich soll für eine Scheune bezahlen? Ja, ich habe kein Geld. Oh, Partigiano. Ich wühle mich erstmal zu diesem Wirt durch. Und lehne mich auf den Tresen. Ja. Hör mal, Wirt. Ja, mein Herr. Solche Abweichler, solche Rebellen beherbergt ihr in unserem schönen Mittelreich. Und gute Ritter des Reiches wollt ihr in die Scheune verweisen. Aber und dafür auch noch Geld kassieren. Schämt ihr euch denn für gar nichts? Ja, mein Herr Bonstrahler, ihr könnt sie gerne rausschicken. Das sind Soldaten. Was soll ich denn tun? Wenigstens könnt ihr nicht noch davon profitieren, dass ihr solche Leute hier beherbergt. Ja, das Service, ja. Hört, Herr Bandstrahler, ich muss sie bedienen. Bier, ohne Ende. Wollt ihr jetzt noch was sagen? Rückgratloses Pack. Du wartet mal. Isarun tritt mal auf einen der Soldaten zu, der ihr am höchsten rangig erscheint. Was ist das für einer? So ein Unteroffizier oder so? Nö, das wird wahrscheinlich ein Leutnant sein. Legt ihr dir zu? Ah, Frau Major. Ja, Leutnant. Seid ihr euch sicher, dass einige von euren Leuten nicht so gutherzig wären, für uns noch ein paar Plätzchen freizuräumen? Also, die Offiziere haben bereits die einzelnen Säle bemannt und der Schlafsaal, da schlafen wir auch schon auf dem Boden. Ja, dieser Tage müssen wir wohl alle ein bisschen enger zusammenrücken. Aber wir ziehen ja auch gemeinsam in die Schlacht, nicht wahr? Dann werden wir mal den Zusammenhalt demonstrieren. Tut mir leid, meine Dame, Frau Majorin, da weiß ich nichts von. Macht es möglich, Herr Leutnant. Frau Majorin, wer ist denn der wahre Kaiser? Der wahre Kaiser? Ja, derer Tage gibt es wohl drei, die sich ausrufen. Nun ja, im Palast zu Gareth wurde natürlich Rohaya gekrönt zur Kaiserin. Ja, und in Punin der werte Herr Selindian. Es gibt einen Kaiser von der Göttergnaden und der wurde von Praios gesalbt. Nicht von irgendeinem Baroni, der sich aufschwingt. Und jetzt? Dienen wir alle noch der mittelreichischen Armee oder etwa nicht? Nun, wir sind Almadana. Wirklich? Ihr gehört einem regionalen Banner an. Jawohl, Frau Majorin.
So, so. Gut. Wenn die almadanische Gastfreundschaft hier nicht greift, werde ich mir das merken. O Partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tja, ein Pack. Aber Sie können schön singen. Ich habe schon Schöneres gehört. Soll ich fragen? Und wir wollen keinen Ärger. Wir brauchen Sie noch. Sie müssen auch in der Schlacht uns beistehen. Wenn wir Sie jetzt dezimieren. Lassen wir einmal die Weisheit dem Recht vorgehen und machen es uns in der Scheune bequem. Aber wenn ich auch nur einen von euch sehe, der diesem Wirt Silmatala zusteckt. So könnt ihr eure Arroganz und die Eitelkeit kurz vor dem Ziel runterschlucken und diesen Aufständlern, den Rebellen, ja, aufgrund der Überzahl und dass ihr ein fragiles Bündnis erhofft, euch zurückziehen. Die Nacht ist kalt, auch wenn ihr im Stroh schlaft, aber ja, es wird reichen. Wie sind denn die Nachtwachen eingeteilt? Ich denke mal, wir werden welche halten. Das ist wichtig. Ja, eventuell. Ich nehme die erste. Mich mal die zweite. Ja, so könnt ihr Nachtwachen einteilen und werdet die ganze Zeit über von entweder Pferdegewirr wachgehalten, da die Kavallerie hier natürlich auch vollzählig angetreten ist, die Ställe quillen auch über. Nur ihr habt euch dann so eine kleine Nische noch gesucht und natürlich auch noch das laute Gequake, entweder draußen oder auch drinnen in der Taverne, die direkt neben euch liegt. Aber wenn ich Nachtwache halte, würde ich gerne mal den Interalatissen ein bisschen ausquetschen, weil mich natürlich die Zusammenhänge sehr interessieren. Beutags, was ist denn? Ja, also, ihr hattet ja schon, bevor ich das Vergnügen hatte, auf diese wunderbaren Menschen zu treffen, das ein oder andere Mal, meine Gefährten kennengelernt, so könnte man sagen. Und ich habe da interessante Geschichten drüber gehört, aber ich würde gerne noch einmal aus eurem Mund erfahren, wie ihr die anderen denn wahrgenommen habt. Wahrgenommen? Ja. Nun, ich habe vor, es muss gut ein halbes Jahr her gewesen sein, ja, nicht sogar ein ganzes, das Frühlingsturnier, was anstand, direkt in Gareth. Answinter der Jüngere setzte mich darauf an, dass ich eine Heldengruppe, die in jüngster Zeit viel Ruhm erlangt hat, observieren sollte. Sie haben wohl nicht nur in Yol'Gurmak einige Erfolge errungen und die Streitpläne einer fliegenden Festung erworben, sondern konnten auch kurz danach mit Apep ein Bündnis schließen. Drachenbündnisse. Pah. Aber erzählt weiter. Ich sollte mich, wie gesagt, ihnen anschließen und ja, ich bin zwar ein ehrenwerter Ritter, aber die Spionage liegt mir nicht. Daraufhin musste ich mich wohl, da ich auch unter Beobachtung stand, als Bade verkleiden und mir fiel nichts anderes ein, als Isarun den Hof zu machen, die hohe Minna, wisst ihr? Haben sie zwar etwas gelernt, aber das ist nichts für mich, auch wenn ich Ritter bin. Aber warum hat sie sich deswegen so aufgeregt? Ich meine, es ist doch sehr schmeichelhaft, wenn jemand einer Frau den Hof macht, schätze ich. Ich habe schlecht gesungen und mich nicht als Ritter da geboten, sondern als eitler Bade. Was soll ich auch tun? Also hat sie sich deswegen aufgeregt, weil ihr schlecht gesungen habt? Auch. Okay, nun, das kann ich nachvollziehen. Natürlich nicht so fein, aber eigentlich kommt doch eine Aufregung vor allem deswegen zustande, weil man von einem Menschen etwas erwartet und er diese Erwartung enttäuscht, nicht wahr? Wenn ihr das so sagt? Naja, stellt euch mal vor, irgendein dahergelaufener Mann würde mich beleidigen, würde mich im geringsten treffen. Aber wenn jetzt zum Beispiel der gute Rafim sagt, ich bin vollkommen wertlos und der gute Rafim, der versteht sich ja schon darauf, die Leute recht gut einzuschätzen, auch wenn er nicht so aussieht. Er kann den Wert eines Menschen schon ganz gut bemessen. Naja, oder eines Zwerges in meinem Fall, dann würde mich das schon etwas treffen. Bedeutet also,
jemanden aufzuregen, das funktioniert nur, wenn man eine Beziehung zu diesem Menschen hat. Also. Was wollt ihr jetzt sagen? Naja, ich glaube, dass ihr Isarun einfach mehr verletzt habt, eventuell, als sie eigentlich denkt. Und ich weiß nicht, sie hat zwar gesagt, sie verzeiht euch, aber vielleicht solltet ihr noch eine große Geste oder so etwas machen, dass ihr ihr zeigen könnt, dass ihr es auch wirklich ernst meint. Soll ich hier wieder den Hof machen oder was? Nein, nein. Ich glaube, das wäre jetzt sowieso obsolet, wo doch, naja, also ein gewisser anderer, naja. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel dazu sagen, aber naja, da gibt es ein... das wäre indiskret, jetzt darüber zu reden. Wie dem auch sei, ich wollte einfach nur sagen, vielleicht habt ihr ja irgendwann noch einmal die Möglichkeit, eure Ehre zu rehabilitieren. Etwas Großes zu tun, um in ihren Augen wieder als wahrer Mann von Ehre dazustehen. Ja, das Leben retten, ja. Zum Beispiel. Hm. Das wäre eine gute Idee. Nun, ich werde, wenn ihr mich übergebt, zumindest gehe ich davon aus, mich Answin anschließen und ihm und seinen Befehlen dann folgen. Answin dem Älteren. Mit dem Jüngeren will ich nichts mehr zu tun haben. Aber Answin der Ältere war ein guter Mann, glaube ich. Der Hochkönig war auch bei ihm. Er wirkt vertrauenswürdig. Hm? Ist er. Naja, dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Ich glaube, meine Wache endet jetzt auch. Ich glaube, ich muss Zulanin wecken. Ja, und dann würde ich Zulanin wecken. Möchte Zulanin auch mit Alban sprechen? Der Wache. Ich denke, Zulamin wacht jetzt erstmal auf und ist etwas irritiert, dass Alban auch wach ist und fragt ihn dann erstaunt, könnt ihr nicht schlafen? Boltax hat mich aufgeweckt. Oh, das tut mir leid. Dann legt euch ruhig wieder hin, ich übernehme die Wache. Ja. Gute Nacht. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sie singen immer noch. Immer das Gleiche. Zulamin knurrt noch in sich hinein. Da hört, dass die Schlacht noch bevorsteht, haben die ganz schön gute Laune. Am nächsten Morgen, der Tag der Elfen, 30. Firon. Ihr erwacht und es ist bitterkalt. Was wollt ihr tun? Abreisen. Gut. Waschen. Ja, waschen könnt ihr natürlich machen mit so einer kleinen Schale, aber mir ist natürlich Besseres gewohnt, einen wirklichen Zuber gibt es für euch nicht. Und so brecht ihr auf. Ach so, Frosty, wie viele Regenerationen hatten wir seit dem letzten Mal? Zwei. Zwei, okay. So könnt ihr den restlichen Wege von der Feste Hohenstein in Richtung Romulus reiten. Immer noch die Flagge von Selindianhal, bis ihr dann vor Romulus steht und dort tatsächlich die Farben von Rohaya ausmachen könnt. Der Greif, der Fuchs, das Wappen derer von Garad, die vor der Stadt gastieren. Und zu eurer Überraschung könnt ihr mal wieder Kampfeslärm hören. Ihr seid doch nicht ganz sicher, wer dagegen wen kämpft, denn Rohaya kann es ja nicht sein. Ich stelle mich mal in den Steigbügel auf und guck mal so, Hand über die Augen gelegt. Hört ihr das? Ja, ich sehe da schon nichts. Wird da schon wieder gekämpft? Das ist nicht gut. Wir sollten einschreiten. Auf die eine oder andere Weise. Wer kämpft da jetzt gegen wen? Ich sehe nichts. Aber ihn können wir nicht mitnehmen. Den hier. Rohayas Truppen. Das stimmt schon. Es kommt doof. Und deswegen, wenn es noch Answin ist? Deswegen also ich hoffe nicht, ja. Aber... Vielleicht sind es ja nur Banditen oder so. Sehen wir uns die Sache an. Das bringt nichts, jetzt unwissend herum zu spekulieren. Da habt ihr natürlich recht. Wollt ihr mir ein Schwert in die Hand geben oder nicht? Eure Entscheidung.
Ich werde das bekommen, wenn es nötig ist. Als ihr in das Herrlager, das Zeltlager vor der Stadt tretet, könnt ihr wohl erkennen, dass viele Zelte verlassen sind und viele, viele Männer und Frauen hatte sie wirklich gar nicht dabei. Das wisst ihr ja schon. Und auch die Materialien sind nicht wirklich gut im Zustand. Immer noch Kampfeslärm aus der Stadt. Kommt vom Inneren der Stadt nicht so gut. Das hilft nichts, hinein. Ist das Rohayas Lager? Das sieht so aus. Gut, sie kam überstürzt in Garad an, aber ihre Truppen hat sie hier gelassen, oder? Ich geh mich mal um, läuft hier irgendjemand rum? Zurzeit nicht. Na, warum würden sie die Stadt angreifen? Hat sich die Fürstin etwa gegen uns gestellt? Vor allen Dingen mit den 50 Mann hier. Lasst uns doch einmal sehen. Wir haben schon Städte mit weniger eingenommen. Vielleicht ist der Geier gekommen. Dann werden sie wohl kaum im Süden der Stadt verzeiht kämpfen, oder? Reiten wir ein. Am Tor werden wir mehr wissen. Vielleicht sollten wir einfach jemanden fragen. Hier ist doch niemand. Wenn ihr weiter in die Stadt reinreitet oder heranreitet, könnt ihr sehen, dass das Tor offen steht. Die Wachen, die normalerweise dort oben stehen, erschlagen worden sind. Einige Pfeile, die hinten in ihren Rücken stecken, so als ob sie vom Inneren überfallen worden sind. Und es in den Gassen heilloses Chaos gibt. Leichen, die am Rande liegen mit verschiedenen Bannern. Viele mit dem Fuchs darauf, viele von Rohaya. Aber auch einige von Answin, also dem Wappen von Selindian und der Rote Mond. Das Söldnerbanner von Answin aus Lovan. Das wird ja immer besser. Dreh mich um, ich mache Alvan los und gebe ihm mein Kurzschwert in die Hand. Ja, sorg nicht dafür, dass ich es bereue. Er durchtrennt sich die Fesseln und nickt dir zu. Los geht's. Wir sollten uns auf dem Palastberg durchschlagen. Lasst euch den Weg nicht ablenken und erst recht nicht erschießen. Haltet die Augen offen. Ihr könnt gerade sehen, wie auf der Straße vor euch, ihr seid gerade auf dem Weg zum Hohen Travia-Tempel, einfach in die Mitte der Innenstadt, da könnt ihr sehen, wie wohl gerade zwei vom Roten Mond die Truppen vom Mittelreich niederstrecken. Dann bemerken sie euch wohl und sie deuten auf euch. Da sind sie. Bringt sie um. Initiative. Oh, Geschenke. Ihr dürft Initiative würfeln. Ich tue das Gleiche. Und während ihr euch versucht zu orientieren, maximal orientiert in den Kampf zu gehen, da könnt ihr sehen, wie von rechts und links jeweils weitere Truppen auf euch zumarschieren. Und zwar diejenigen von Ukurian und diejenigen aus dem Mittelreich. Ihr seid sowas wie eingeschlossen. Damit bin ich dann bei, was ist mein Basiswert, 16, bei 21, okay. Genau, wir sind auf der Romulus-Karte. Ach ja, Pferde-Ini, so. Wir sind auf Pferden, ja. Ihr müsst Pferde-Ini würfeln. Ja, ja, richtig, das habe ich ganz vergessen. Das geht wie? Du würfelst eine Ratenprobe und darfst die Hälfte deiner THP-Sterne zu deinem Ini-Basiswert hinzuaddieren. Wenn du sie nicht schaffst, das gucken wir dann nachher. Ja? Vergesse ich immer, weil ich Ratenproben fast immer schaffe. Habe mir. Wenn man es nicht schafft, dann Basis. Ich schau nach, ich hab's gleich. Wenn man es nicht schafft, ich darf eins. Hier. Misslingt die Probe, kann der Rater sein Tier in dieser Kampfrunde nicht zum Kampf positionieren und daher keine Angriffsaktionen ausführen. Kann sich aber gegen Angriffe mit Abwehraktionen wehren. Nun gut. Okay, habe mir Basisinitiative. 15. 15, dann ist er auf der, ne? Dann bin ich ja so schnell wie Abim, ja. Voltax auch, Rafim? 22. 22, dann könnt ihr euch auf die 22 ziehen und zulämmen. Bei mir ist es 18 plus 6, ist das richtig? Warte, wie viele Tierbesteine hattest du? 14, also 18 plus 7. Okay. 25. Okay. Sind hier noch mehr Leute, Frosty? Weil du gesagt hast, wir sind eingeschlossen. Ja. Ich sehe nur hier welche. Ah, okay. Sorry. Ihr seid eingeschlossen von verschiedenen
Ihr seid eingeschlossen von verschiedenen Seiten. Vor euch steht der rote Mond. Neben euch das Wappen von Okurian und auch die Mittelreicher, die jetzt allesamt gegen euch in den Krieg ziehen. Gut, wir fangen an mit Mira. Die schaut... was tut Mira? Ich möchte vorziehen. Du möchtest vorziehen. Auf welcher Indie sind die Jungs? 20. Okay, dann bringt Aktion Taktiken hier gerade gar nichts. Also ein Hinterhalt! Brecht nach vorne durch! Das war meine erste Aktion. Okay, dann, sie haben aktuell gezogen, ich muss gerade mal schauen, womit kämpfen die Schwerter. Wir haben aber auch Kurzbogen. Und ihr könnt wohl auch erkennen, wie zwei weitere auf den Dächern der Häuser auftauchen und Kurzbogen angelegt haben. Okay, Alvan ist dran. Alvan ist auch auf dem Pferd, ne? Bei wem reitet der mit? Dann wohl bei mir. Dann wohl bei dir. Wenn ich ihm gerade ein Schwert gegeben habe. Ja, gut. Dann springt er runter vom Pferderücken und versucht selber dann sich in Richtung von Okurians Soldat zu orientieren. Bleibt allerdings erst einmal in eurer Kampfesformation. Voltax 15. Kabel nicht vor mir dran. Wir haben die gleiche Basis. Bei der 15, Boltax. Achso, okay. Na gut, ich würde das tun, was Jala mir geheißen hat. Und nach vorne. Also meinem Pferd die Sporen geben und nach vorne reiten. Ja, du versuchst dein Pferd so ein bisschen zu positionieren. Es scheut so ein bisschen, weicht so ein bisschen zurück. Würfel mal eine Loyalitätsprobe. Gut. Weiß allerdings nicht, wie hoch die Loyalität ist. Einfach mal ein B20. Wahrscheinlich nicht so hoch. Weil du dich mit dem Pferd nicht beschäftigt hast. Mit einer 5 ist auf jeden Fall geschafft. Ja, das reicht. Bitte? Ich will das gleiche probieren. Gut. Dann kannst du dich nach vorne bewegen. Auch du schaffst es.